Hier sind wir bei dem Haus oder an der Stelle, an der Familie Gartenberg gewohnt hat. Isaac Hersch Gartenberg und seine Frau Rachela und der Sohn Josef. Und wir denken an die Enkelin Rachel Kostitzki, die hier so gerne heute dabei gewesen wäre, in Israel lebt und die vielleicht dann auch eines Tages diese Steine besuchen wird. Wir freuen uns, dass Frau Ackermann wieder mit ihrer Musik dabei ist und auf dem ganzen Weg bis heute Nachmittag immer wieder auf ihrem Instrument spielen wird. Wir denken an Alfred Westphal, der hier mit dabei ist und der heute zum ersten Mal nicht mehr als Mitwirkender dabei ist. Schön, Alfred, dass du heute hier bist und wir freuen uns, dass du den Anfang mitmachst. Und wir haben neue Mitglieder der Arbeitsgruppe Stolpersteine, unter anderem Peter Wetzel, der auf diesem Weg mit dabei sein wird, aber jetzt noch nicht in Aktion ist. Wir begrüßen auch Herrn Steli als Vertreter des Landtages, sage ich mal so, dass Sie hier mit dabei sind. Und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir heute wesentlich besser bewacht werden als sonst bei den Verlesungen, dass es innenpolitisch geschuldet keinerlei Drohungen oder solchen Dingen. Die Spender, denen wir die Stolpersteine verdanken, sind zum Teil unbekannt. Aber der Stein von Isaac Hersch Gartenberg wurde finanziert von Jens Ilk. Die anderen Spender waren anonym. Und nun bitte ich in Nachfolge von Herrn Westphal, Herrn Fiedler, etwas zum Haus zu sagen. Also die Hesekielstraße. Wir sehen einen ganz typischen Baukörper von einer Zeit ungefähr nach 1860, der auch noch so im Wesentlichen erhalten ist. Es gibt noch wenige Dinge, die noch erhalten sind im Grundbuchamt. Das ist dieser Grundriss. Also es war eine ganz typische Situation. Hier vorne muss man sich die Straße vorstellen. Und so diese ganz normalerweise, jetzt wo die Steine dann auch zu liegen gekommen sind, die typische Durchfahrt in den hinteren Bereich, in das Hofgelände, was sich hier anschloss. Da war dann eine Fleischerei. Und es war normalerweise im Besitz, ich glaube, eines Schuhmachermeisters. Und das war die typische Durchfahrt. Und ungefähr auf der Durchfahrtshöhe sind die Steine verlegt worden. Also die ganz typische Situation, weil auch oftmals das Treppenhaus im Flurbereich endete. Und man ging also durch den großen Flur in das Haus rein oder hatte manchmal noch eine Tür, die beseitigt war. Hier wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass es über den Flur, über den Durchfahrtsbereich ging. Und also die ganz typische Ankommenssituation, wenn auch diese drei ihre Wohnung betraten und an ihren Wohnort den verließen oder dorthin kamen. Das Haus, wie gesagt, entstand im Ende des 19. Jahrhunderts nach dem Deutsch-Französischen Krieg und in der Euphorie des Bauens. Und meistens waren das auch Häuser, die damals noch ohne einen heute gefragten Architekten auskamen. Sie wurden durch den normalen, gut situierten Maurermeister in Eigenregie geplant und dann auch gleichzeitig ausgeführt. So auch zu diesem Haus die Wohnstätte von der Gartenbergs. Soweit. Ja, Familie Gartenberg, also zunächst das Ehepaar Gartenberg. Frau Zachow hat es schon gesagt, Isaac und Rachela sind 1908 nach Magdeburg gekommen und kurze Zeit später sind sie dann tatsächlich auch hier in dieses Haus eingezogen und haben hier. Sie waren relativ vermögend, also hatten zumindest so viel Mittel zur Verfügung, dass sie sich selbstständig machen konnten. Sie sind aus Polen bzw. der Ukraine hier nach Magdeburg gekommen, waren also so gut situiert, dass sie ein eigenes Geschäft hier an dieser Stelle eröffnen konnten und ein Handelsgeschäft. Und hier kam dann auch kurze Zeit später, nämlich 1914, der Sohn Josef zur Welt. Kurz danach muss Isaac zum Militär einrücken und kommt dort in Kriegsgefangenschaft in Sibirien und kommt auch erst 8 Jahre später wieder aus der Gefangenschaft frei.
Und seine Frau muss also derweil nicht nur den Sohn betreuen, sondern auch das Geschäft hier an dieser Stelle alleine führen. Josef besucht die allgemeine Volksschule hier in Nürnberg, anschließend die Mittelschule und eine alte mittlere Reife und ist auch ganz engagiert in den jüdischen Sportverein und im Jugendverband. Nach der Schule wird er Lehrling und dann Angestellter im Bankhaus Meyer und Blumenthal. Die waren in der Kannstraße 2, hatten die ihre Bank. Nach 1933 geht der Umsatz des Geschäftes stark zurück, aber die Eltern können immer noch den Lebensstandard irgendwie so erhalten, dass es der Familie relativ betrachtet doch noch ganz gut geht. 1938 kommt es dazu, wie an vielen anderen Stellen, dass Isaac, Rachela und Josef als polnische Staatsbürger festgesetzt werden. Josef dabei direkt am Arbeitsplatz in der Bank verhaftet wird und sie werden nach Polen ausgewiesen und müssen alles, was sie an beweglicher Habe haben, hier zurücklassen und sind zwangsausgewiesen. 1941 wird Bolechow, also dort, wo sie hin ausgewiesen worden sind, von deutschen Truppen besetzt und alle Juden in der näheren Umgebung werden in Arbeitslagern zusammengepfercht, so auch die Familie Gartenberg, und sie müssen also alle möglichen schweren, niederen oder auch andere Arbeiten tun und Familie Gartenberg, soweit man weiß, muss dort die Toiletten reinigen. Kurze Zeit später, im selben Jahr, im Oktober 1941, werden Juden aus ihren Häusern geholt, werden gefoltert und im nahegelegenen Wald erschossen. Es geht immer weiter, diese Grausamkeiten steigern sich. Wir kennen das aus vielen anderen Stellen und Erzählungen und Dokumenten. Es kommt also dazu, dass weiter 1500 Juden, mehr als 600 Kinder vor Ort ermordet werden 1942, 2000 Juden in das Vernichtungslager nach Belzec transportiert werden. Im August 1943 werden 3200 Juden, die in Bolechow verblieben waren, in das Ghetto Stanislavov oder in ein näher gelegenes Lager deportiert. Es gab einige Überlebende vor Ort, das waren so ungefähr 900, die sind anschließend in demselben Jahr noch auf dem Stadtfriedhof gemeuchelt und erschossen worden. Wir wissen nicht, unter welchen Umständen die Familie oder das Ehepaar Gartenberg ins Leben gekommen ist. Wir wissen nur, in diesen ganzen dramatischen und furchtbaren Situationen müssen auch Isaac und Rachela erleben lassen. Dem Sohn ist glücklicherweise die Flucht gelungen. Er ist 1939 auf den griechischen Frachter Colorado nach Palästina entkommen. Er konnte dort ein neues Leben beginnen und hat dort auch eine Familie gegründet, hat dort also auch ein recht gutes Leben als Buchhalter geführt und ist am 19. Mai 1989 in Haifa verstorben. Das war ein großes Glück für ihn, dramatisch seine Eltern zu verlieren, aber er konnte sich also retten und den Stamm seiner Familie sozusagen an anderer Stelle zum Weiterleben bringen. Wir gedenken jetzt der Familie Gartenberg, Isaac, Rachela und Josef.